Seit 2 Jahren ist der 23-jährige Massoud Djamali selbstständig. Er führt Express-Schneiderei mitten in der Altstadt Schaffhausen. Der afghanische Flüchtling, der schon als Kind mit seiner Familie in Iran geflüchtet ist, hat einen ganz besonderen Bezug zum Schneiderberuf. Ich arbeite als Schneider seit ungefähr vielleicht 15 Jahren. Das fragt viele Leute von mir und sie sind wirklich begeistert. Schon als 8-jähriger Bub musste Massoud als Schneider arbeiten, weil der Vater arbeitsunfähig geworden ist. Am Anfang muss ich machen, weil ich habe keine andere Wahl. Aber dann nachher, habe ich etwas gefühlt, dass ich habe gerne diese Arbeit. Auch die Arbeit in seinem Atelier in Schaffhausen gefällt Massoud. Kunden und allgemein die Leute sind sehr freundlich. So gut wie jetzt ist es ihm aber nicht immer gegangen. Als er frisch in die Schweiz kam, war es nicht einfach gewesen. Ich muss mit noch 6 Leuten in einem kleinen Zimmer wohnen. Also damals in Iran, das habe ich aufgewachsen, habe ich Wohnung, habe ich Arbeit, fast alles. Und dann gehe ich wieder nach Afghanistan und dann habe ich geflüchtet nach Europa. Und wenn ich komme hier und dann sehe ich so etwas, das passt einfach nicht. Mit Abstand am schwierigsten sei aber, dass er seine Familie nicht sehen könnte. Und das, obwohl sie so nahe wohnt. Wenn du weißt, wo deine Familie sind, egal in Schweden oder in Deutschland, und dann darfst du nicht einfach ihn besuchen. Das ist nicht so einfach. Und die Schwierigkeit ist ja, dass du alleine bist. Sobald der Massoud die nächste Kategorie für Aufenthaltsbewilligung kriegt, wird er seine Familie in Deutschland und Schweden besuchen.